Ja, das ist hier meine Lichtgeschwindigkeit. Mittwoch, 27. Juli 2011. IT-soziologische Beobachtung, Reflexion. Die Zeitung habe ich schon vorgenommen. Die Echtzeitnachrichten heute sind unkoordiniertes Durcheinander. Es hebt sich nichts hervor. Mir ist etwas Besonderes aufgefallen, was ich jetzt vortragen möchte. Und zwar, ich nenne es mal so: Die evangelische Kirche rüstet auf. Es ist dem normalen Bürger sicherlich nicht klar, wo die Kirchen mit welchen staatlich bevorzugten Mitteln überall implantiert sind, drin sind, Vorrechte haben, bestimmen, mitbestimmen und so weiter. Das geht durch alle Bereiche der Gesellschaft, durch die gesamte Staatsorganisation und so weiter. Das ist aber hier nicht mein Thema, sondern mein Thema ist jetzt infolge der Stellung der christlichen Kirchen in Deutschland. Haben die Kirchen zum Beispiel auch bei den staatlichen Medien, zum Beispiel beim Deutschlandfunk, eigene Sendeminuten? Das sind teilweise Programmschienen, Programmfenster, wo sie immer wieder reinkommen mit eigenen Beiträgen, wo sozusagen die Kirche entscheidet, wie es gemacht ist und nicht der Deutschlandfunk. Und ich weiß jetzt hier nicht, wie die Letztverantwortung rechtlich gesetzt ist. Wer ist der Entscheider, dass hier etwas reingekommen ist in den Deutschlandfunk am Sonntag, vergangenen Sonntag, was ich gleich vorspielen werde, was ich einen Skandal finde. Es spielt keine Rolle, wer rechtlich verantwortlich ist, sondern eher die Frage ist, wie kommt das praktisch zustande, dass ein solcher Qualitätsabsturz stattfindet wie hier. Und ich weise auf Wikipedia hin, Eugen Gerstenmaier, Wikipedia, der Kreisauer Kreis. Der Kreisauer Kreis in Verbindung mit dem 20. Juli 1944, Widerstand gegen die Nazis, Widerstand gegen Hitler, Kreisauer Kreis, wird hier in dem Beitrag überschrieben, der Kreisauer Widerstandskreis. Wohl bemerkt, dass der Kreisauer Kreis Anfang 1944 aufgelöst wurde durch Verhaftung, während der 20. Juli dann einige übrig gebliebene in Verbindung mit der Gruppe um Stauffenberg nicht der Kreisauer Kreis sind. Das tut hier aber nicht zur Sache, sondern worum es geht, ist, am vergangenen Sonntag war ein Beitrag im Deutschlandfunk, der expressis verbis, also was dort wörtlich an Zitaten aus dem Kreisauer Kreis von James Graf Moltke und wer immer dort zum Zuge gekommen ist, zitiert worden ist, ist wirklich ein Skandal, so empfinde ich das und ich spiele das gleich vor, dann darf sich jeder seine Meinung selbst dazu bilden. Nämlich vor dem Hintergrund, dass ja am Freitag, 2 Tage vorher in Oslo, ein angeblich kreuzritterartiger, fundamentaler Christ, der seine Mördertaten, sein Attentat, seine Massenhinrichtung letztlich auf seinen christlichen Glauben, auf seinen christlich gestützten Mut, auf seine Glaubensgewissheit und auf seine Pflicht einzutreten für die Gemeinschaft, für das Gute gegen das Böse, da also zum Killer geworden ist. Diese Geschichte im Deutschlandfunk von der evangelischen Kirche spiele ich also gleich vor. Und hier sind einige kleine Zitate, die ich rausgezogen habe. Da wird also gesagt, die Wurzel der Menschheit in Ordnung zu bringen, ist die göttliche Gerechtigkeit. Da steht nichts drüber, da ist man Stellvertreter Gottes. Ja? Moltke las, als er im Gefängnis war, nur noch in der Bibel und im Gesangbuch. Das ist ja interessant, dass uns das die evangelische Kirche mitteilt, denn Adolf Hitler war ja katholischer Christ. Also in welcher Bibel auch immer der Herr Moltke gelesen hat, hat er dazu das Gesangbuch gehabt. Ich will das nicht abwerten, aber der Zusammenhang von solchen Stellungnahmen des Kreisauer Kreises in die Geschehnisse vom vergangenen Freitag sollte man sich vor Augen führen. Da ist also die Rede von Freiheit verteidigen und gegen die Dämonen dieser Welt. Und dann sagt der Professor Kröger hier in dem Beitrag, den ich gleich vorspiele, das Richtige getan, das bedeutet Leute, nicht auf die Politik warten, unbeirrbar sein. Es genügt nicht Anständigkeit, nicht Liberalität. Man hat die Pflicht des Widerstandes zur Spitze des Pfeiles und dann abzuziehen. Das hat er genau gemacht am vergangenen Freitag. So, ich spiele jetzt den Rundfunkbeitrag aus dem Deutschlandfunk ab, der hier aufgenommen wird. Und ich zeige dazu, damit es im Bild nicht zu so langweilig wird, hier mal einen kleinen Stapel derjenigen religionswissenschaftlichen, insbesondere auch christlichen Fachbücher, Lehrbücher, mit denen ich mich beschäftigt habe. All denen, die hier mit christlichen Zitaten und Bemerkungen in die Kommentare gehen. Also, nur Mut, Leute,
ich habe Kenntnisse und ich gehe auf die Dinge ernsthaft ein. Mit Kalendersprüchen alleine ist es allerdings da nicht getan. Und ich gebe mal vorweg, hier ist ein Buch, da ist eine Predigt von Stefan Effenberg, ehemaliger internationaler bekannter deutscher Fußballspieler. Effenberg, der ist nicht so besonders klug, der hat in Mönchengladbach in einer Kirche gepredigt, hier zu dem Thema Fußball und Kirche. Wunderliche Wechselwirkung. Ja, das hat mir leid getan, dass ich das Buch gekauft habe, denn das taugt wirklich gar nichts. Aber so viel nur zur Folklore oder auch sowas hier, Porträt des leibhaftigen Satan. Sowas muss nicht unbedingt sein, das ist bunt, aber so. Also, ich starte jetzt hier den Beitrag aus dem Deutschlandfunk. Das ist am Sonntag 8 Uhr morgens, 8.35 Uhr gewesen. Das ist ja immer die typische Zeit, wo ich Deutschlandfunk höre. Und die Sendung hieß Die Kostbarkeit von Mut und Klarheit. Diese Kostbarkeit von Mut und Klarheit im Gespräch Angelika Obert mit Matthias Kröger. So, alles weitere unter den Angaben hier, Textangaben zum Video, bitte ich der Sache dann weiter zu entnehmen. Ich zeige jetzt hier Buchtitel, die kann man sich notieren, die sind zum großen Teil ausgewählt. Gute Bücher. Das ist ein ergreifendes Abenteuer, wie diese Menschen sich aufgemacht haben unter der Übermacht eines glücksbesoffenen Deutschland. Sie müssen sich vorstellen, 36 die Olympiade, Deutschland war begeistert. Und dann kam der Sieg gegen Polen und dann kam der Sieg gegen Frankreich. Das ging alles ganz schnell und die Kreiser haben da gesessen. Auf diese Glücksspirale lassen wir uns nicht ein, denn das ist alles mit Mord erkauft. Der Verführungsmacht des Erfolges können sich die wenigsten entziehen. Umso beachtenswerter bleibt die Haltung der Männer und Frauen, die sich von den Anfangserfolgen der Nationalsozialisten nicht blenden ließen. Woher nahmen sie die Kraft und Orientierung zum Widerstand? Was können wir von ihnen lernen, um wachsam zu bleiben in den Verführungen unserer Zeit? Auf diese Frage hat Matthias Kröger Antwort gegeben in einem Buch, das den schönen Titel trägt Über die Kostbarkeit von Mut und Klarheit. Matthias Kröger ist emeritierter Professor für Kirchengeschichte. In den letzten Jahren hat er sich vor allem mit dem Kreisauer Widerstandskreis beschäftigt, der aus der Freundschaft der beiden Grafen Helmut James von Moltke und Peter York von Wartenburg entstand. Es wird Zeit, findet Matthias Kröger, dass wir uns wieder vergegenwärtigen, was die Kreisauer damals gedacht und getan haben. Moltke und York kannten sich seit ihren Breslauer Studienjahren. Ihre enge Freundschaft begann aber erst im Januar 1940, als sie anlässlich einer Hochzeit ins Gespräch kamen. Beide Juristen, beide erklärte Gegner des Nationalsozialismus, Moltke sozial engagiert und liberal geprägt, York von Haus aus eher christlich konservativ. Im Kern eines Sinnes näherten sie sich schnell einander an. Beide waren verbunden mit den kleinen Kreisen, in denen sich der Widerstand gegen den NS-Staat formierte. Ihr gemeinsames Projekt aber war nicht der Staatsstreich, sondern die Vorbereitung eines neuen Staatswesens. Was sollte kommen nach dem Tag X, an dem es mit dem Nationalsozialismus vorbei wäre? Nicht nur wogegen man war, sondern auch wohin man wollte, war gründlich zu klären. Dazu verbanden sich Moltke und York mit Gleichgesinnten. Sie trafen sich zu Einzelgesprächen in Berliner Wohnungen und dreimal auch in großer Runde auf Moltkes Gut Kreisau in Schlesien. Das Besondere an diesen Treffen, es kamen hier nicht nur Menschen aus dem gleichen Milieu zusammen. Dazu Matthias Kröger. Die haben aus allen sozialen Schichten und Gruppierungen Deutschlands die Leute zusammengeholt, die sich eigentlich gar nicht zusammenfanden. Das waren also Bürgertum und Adel, das waren Sozialisten und Kirchenleute. Man muss sich vorstellen, dass man auf einmal in so einer Gruppe Sozialisten und Kirchenleute zusammenholt, war ungewöhnlich. Und so kommt es zu dieser hochinteressanten, damals ganz ungewöhnlichen Zusammensetzung dieser Gruppe. Ist fachlich sehr kompetent, im militärischen, im politischen, im gewerkschaftlichen, schulischen, in universitären, in all diesen Fragen. Sie dachten gemeinsam nach über einen dauerhaften Frieden in Europa und setzten damals schon auf eine europäische Gemeinschaft. Sie entwarfen die Grundlagen für einen Rechtsstaat, der Minderheiten schützt. Was sie allerdings nicht anstrebten, war eine parlamentarische Demokratie auf der Basis von politischen Parteien. Denn die Weimarer Parteiendemokratie hatte die Machtübernahme der Nationalsozialisten ja nicht verhindern können.
Demokratische Teilhabe, so überlegte man darum in Kreisau, müsse anders stattfinden, von unten her nämlich, damit die Einzelnen wirklich eine Chance zur verantwortlichen Mitgestaltung bekämen. In einem riesigen, von Massen besetzten und bewegten Staat geht jede Mitbestimmung und jede Individualität und jede Menschlichkeit verloren. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass in der zu entwerfenden Verfassung die Basis dort, wo die Menschen in kleinen Gruppen miteinander leben und arbeiten, also in der Landwirtschaft, in der kleinen Stadt, in der Kommune, die Kreisauer haben das genannt, die kleinen Gemeinschaften, denn dort bewähren sich Menschen in ihrer sachlichen Verantwortung im Gegenüber zu Mitmenschen. Und das ist die Schule, die unser Land braucht, und dadurch wird ganz Deutschland sich heilen, wenn es von der Menschlichkeit und Unmittelbarkeit der sachlichen Kompetenz ernährt wird. Angesichts der ethischen Unempfindlichkeit, mit der so viele Menschen der nationalsozialistischen Ideologie hörig waren, sahen sich die Kreisauer aber auch vor die Frage gestellt, wie schaffen wir überhaupt die Grundlage für eine gesellschaftliche Gewissensbildung? Dazu befand man, wir brauchen die Institutionen, die in die Wurzel der Menschen so etwas wie Glaube und Ethos und ein Gefühl dafür, dass es nicht in des Menschen Recht steht, zu machen, was er will. Das war, was Graf Jörg die göttliche Gerechtigkeit nannte, die eingeführt werden muss. Also in die Grundlagen. Sie haben gesagt, die Kirchen sind die großen Institutionen, die die Möglichkeit haben, die Ursprungswurzeln der Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Und deswegen müssen sie eine große Rolle spielen. Anders als Jörg hatte Moltke zunächst für die Trennung von Kirche und Staat plädiert. Unter dem Eindruck der ungeheuerlichen Rechtsbrüche des Nationalsozialismus stimmte er schließlich mit Jörg überein. Ohne eine Gottesbeziehung gerät der Staat aus den Fugen. Je gefährlicher die Lage wurde, umso wichtiger wurde auch für ihn der Glaube. Im Gefängnis las Moltke nur noch die Bibel und das Gesangbuch. Die Briefe an seine Frau geben Zeugnis davon, wie tief er sich von der Gottesgewissheit getragen wusste. Im Prozess vor dem Volksgerichtshof sind schließlich beide, Moltke und Jörg, den Demütigungen des Richters Freisler mit größter innerer Ruhe begegnet. Nicht als Held, sondern als Zeuge des christlichen Glaubens verstand sich Moltke, als er an seine Frau schrieb. Ich habe ihm eiskalt in die Augen geguckt und habe dabei in die Dämonien dieser Welt geblickt. Der hat gewusst, ich bin der Gegner. Und so wurde nachher auch der Prozess abgewickelt. Und dieses, wie Moltke, und jetzt muss man sagen, wie viele damals vor dem Gerichtshof damals gesagt haben, es ist wider Gottes Willen, dass Juden umgebracht werden, dass Homosexuelle ermordet werden. Es ist wider Gesetz und Gewissen und wider das Gebot Gottes, was hier geschieht, offen dem Freisler ins Gesicht gesagt. Dieser persönliche Mut ist etwas Unglaubliches und wenn man das liest, es bleibt einem der Atem stehen. Vorausgedacht wurde, ist inzwischen Realität geworden. Die europäische Gemeinschaft, der Rechtsstaat, der Schutz der Minderheiten. Anderes ist überholt und passt nicht mehr ins dritte Jahrtausend. Was soll man sich da von den Kreisauern noch abgucken können? Nun, zuerst einmal die wache Aufmerksamkeit für die Schieflagen unserer Zeit, sagt Matthias Kröger. Bei aller Dankbarkeit für das Errungene, es kündigen sich doch längst neue globale Verhängnisse an, denen man mit und Klarheit begegnen sollte. Seit 20, 30 Jahren öffnet sich von Jahr zu Jahr die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr in unserem Lande. Ist das wirklich, was sein muss? Von Jahr zu Jahr sind Menschen, die am unteren Rande unserer Gesellschaft stehen, werden immer weiter bedrückt in Hartz-IV-Geschichten und anderen. Es sind Demütigungen und Erbitterungen, die in den Menschen vor sich gehen. Wenn Sie denken, was wir heute wissen, wie durch unser industrialisiertes Leben und Produzieren die Gesundheit von Menschen, die Grundlagen unserer Natur, klimatisch die Vernichtung von Wasser, Luft und Erde durch Chemie, stattfindet. Das heißt, die ökologischen Anliegen, die seit langem thematisiert werden,
aber wirklich geschehen tut gar nichts. Wenn Sie bedenken, was die Finanzblase der Finanzindustrie an Unheil über die Welt gebracht hat, was ist seither passiert? Gar nichts. Und da kann man nur langsam sagen, es gebührt dieser Art von Politik Widerspruch und Widerstand. Wenn man weiß, Lebensgrundlagen werden zerstört, in großen Teilen der Welt quälen sich die Menschen im Elend, in den Wohlstandsländern wiederum greift die innere Leere um sich, dann sind das Alarmzeichen genug, um sich zu sammeln und über die bessere Möglichkeit nachzudenken, so wie es die Kreisauer getan haben. Es geht nicht an, meint Matthias Kröger, sich angesichts der globalen Verflechtungen den Gefühlen der Ohnmacht und Aussichtslosigkeit zu überlassen. Aussichtslos schien ja auch, was die Kreisauer getan haben, als sie mitten in der Diktatur den Rechtsstaat und die Demokratie von unten anstrebten. Sie haben das Richtige um des richtigen Willen gedacht und getan. Und schließlich haben sie mit ihrem Modell von den kleinen Gemeinschaften auch eine Perspektive gewiesen, die heute allen zugänglich ist. Diese Tatsache, dass so viele Menschen heute mit einer gewissen Apathie und Resignation auf unsere Politik schauen, ist begreiflich, aber nicht nötig. Denn die Kreisauer geben einem eine wirkliche Hilfe gegen Resignation und Apathie. Und die heißt, wenn du der großen Politik nicht trauen kannst, engagier dich in den kleinen Gruppen, in den kleinen Gemeinschaften. Und nun muss man sagen, die nationale Szene in Deutschland und die internationale ist voll von solchen Initiativen der Bürger, von sozialer, von ökologischer, von religiöser, von schulischer, von kultureller Art. Es gibt unzählige Möglichkeiten und Anregungen, wo man sagen kann, Leute, engagiert euch in den kleinen Gruppen, da könnt ihr mitwirken, da habt ihr Effekt, da könnt ihr wirklich mitbestimmen. Und dann kann man hoffen, dass eines Tages, was an der Basis geschieht, da gibt es wunderbare Aktivitäten, dass man in denen sich vertieft und damit der eigenen Resignation und Apathie entgegenarbeitet. Man kann auch mitten im Falschen das Richtige tun, am eigenen Platz. Man muss nicht darauf warten, was in der großen Politik geschieht. Dafür stehen die Kreisauer, die unbeirrt vom Geist der Zeit ihren menschlichen Grundsätzen gefolgt sind. Woher aber nahmen sie diese Unbeirrbarkeit? Das ist für Matthias Kröger die entscheidende Frage. Die Kreisauer haben gesagt, wir lernen in dieser Zeit, dass zwei Dinge nicht genügen. Nämlich, anständig zu sein ist wichtig, aber mit Anstand kann man die Dämonien und die Furchtbarkeiten dieses politischen Systems nicht bewegen. Anstand besagt noch nichts, du musst einen ganz anderen Tiefenblick haben. Und das Zweite heißt, es genügt nicht, liberal zu sein und offen für alle Möglichkeiten. Das hilft noch nicht, um den Pfeil des Widerstands zu spitzen und abzuschießen. Anstand und Liberalität reichen nicht, wenn es darum geht, die grundsätzlichen Verblendungen zu erkennen, die hinter den gerade aktuellen Problemlagen stehen. Auch unsere Zeit hat ja ideologische Richtlinien, denen sie alles unterordnet, den Markt, das Wachstum, die Machbarkeit, die Leistung. Man bleibt ihnen ausgeliefert, wenn man keinen anderen Bezugsrahmen hat. Du wirst den tiefen Blick erst haben, wenn du die Wurzelphänomene einer Gesellschaft anschaust. Und dazu musst du, jetzt kann man das benennen, wie man will, religiös sein oder spirituell sein, du musst in die Tiefe gehen und nicht bloß Anstand und Liberalität haben. So, wenn du das hast, dann begreifst du mehreres, nämlich erstens, es gibt so etwas wie ein Grenzbewusstsein. Wir können und dürfen nicht alles tun, was wir wollen oder können. Es gibt eine Grenze. Und es gibt so etwas wie einen ethischen Satz, du sollst. Du sollst, hier bist du gepackt und gestellt. Und wenn man weiß, es gibt eine Grenze und es gibt ein Gebot, egal welchen Inhalt, dann ist man schon der Beliebigkeit, anything goes, was insgeheim durch unsere Gesellschaft geht, entkommen. Religion ist eben nicht nur Privatsache. Sie ist die Kraft, durch die Menschen die existenzielle Orientierung finden, die sie auch für ihre politische Haltung brauchen. Der große öffentliche Einfluss, der in den Kreisauer Konzepten den Kirchen zugedacht wurde, ist wohl anfechtbar und in einer multireligiösen Gesellschaft gewiss überholt. Aber die Frage nach der spirituellen Bildung der Einzelnen stellt sich dann umso dringender. Heute ist es Sache der gesamten Gesellschaft, die spirituellen Fragen öffentlich und interreligiös zu verhandeln, sagt Matthias Kröger. In einer Zeit, in der sich die Grenzen des Machbaren immer schneller verschieben,
müssen alle neu darüber nachdenken, worin sich ihr menschliches Leben gründet. Darum sollen wir die Männer und Frauen des Widerstands nicht nur bewundern, sondern der inneren Klarheit auch nacheifern, die sie noch im Augenblick ihres Scheiterns bewiesen haben. Wenn ich diese Personen anschaue, würde ich sagen, es ist eine unglaubliche Souveränität und Stille und Aufrichtung in diesen Personen, aus der sie dann heraus so mutig vor Freisler gestanden haben. Dazu muss man gegründet sein in sich. Und auf welche Weise man das tut, das ist sicher verschieden. Aber das haben sie gehabt. So haben sie da gestanden. So, schönen Dank. Das kann man ja beliebig stoppen und wiederholen und anhören. Ich glaube, dass die Diskussion über christliche Werte, insbesondere dann, wenn sie sich selbst für vorteilhaft oder sogar besser als andere selbst begreifen und selbst bewerten, wirklich sehr gut umgesetzt und gelebt werden müssen und nicht nur einfach irgendwelche Machtvokabeln den Pfeil zuspitzen und zuschlagen mit der Eiskälte im Blick, wie hier der emeritierte Philosoph uns das im Deutschlandfunk gesagt hat. Ich finde es unglaublich, dass so etwas dann auch undiskutiert oder unkommentiert gesendet worden ist. Und vielleicht kann hier mit die Diskussion beginnen. Die kann ja mit mir stattfinden, aber die würde sich viel besser an den Deutschlandfunk selbst wenden und mal sehen, was passiert. Also schönen Dank für die Geduld und für den Aufruf. Lichtgeschwindigkeit hier. Wiedersehen.